Celebrating Life with Words war das Motto des ersten Poetry Slams im Mariengymnasium Papenburg. In Eigenregie organisierten Schülerinnen der 12. Klassen die große Veranstaltung, zu der an die 180 Besucher den Slammern lauschten und ihre Vorträge mit begeisterten Applaus bejubelten. Wie es zu diesem Slam kam, erklärte Franziska Töppen unserer Redakteurin Mara. Ja, also zur letzten Zeit war das ja ziemlich berühmt geworden, so Poetry Slam. Und wir dachten, hey, warum können wir das denn nicht? Wir haben genug Leute an der Schule, die ziemlich talentiert sind. Und warum nicht denen auch eine Chance geben, so einmal auf die Bühne zu gehen und einfach mal zu zeigen, hey, wir können das auch. Und wie sie konnten. Die Vorbereitungen haben für die neu formierte Gruppe über ein Jahr in Anspruch genommen. Das Ergebnis überzeugte nicht nur die Besucher, sondern auch die Teilnehmer. Am meisten gefiel mir, dass die Schüler das komplett selber alles in die Hand genommen haben und es wirklich super organisiert haben. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich, in der 12. Klasse sowas auf die Beine zu stellen, von der Werbung über hier im Raum alles bereitzuhalten und so tolle und reflektierte Texte zu schreiben und sich zu trauen in dem Alter. Ich hätte mich niemals getraut, mit 17 mich auf eine Bühne zu stellen und das finde ich sehr bewundernswert. Durch den Abend führten die 12-Klässlerinnen Anna-Maria Rolfes und Tabia Kruth, die als Teil des Orga-Teams verantwortlich für den Ablauf des Abends waren. Die Themen reichten von Feminismus, persönlichen Helden, Konsumkritik, Rassismus, Flucht bis hin zur scheinbar vergeudeten Jugend auf dem Lande. Die Slammerin Tanha hatte mit gleich 3 Beiträgen den Slam bereichert. Während das Publikum gebannt ihren Texten zuhörte, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Wir fliegen von Köln nach Berlin für nur 14 Euro und produzieren damit so viele Schadstoffe wie mit dem Auto in einem Jahr. Aber Hauptsache Geld gespart, klar. Stoppt doch mal die scheiß Inlandsflüge, fahrt weniger Autos und reduziert euren Massentierhaltungsfleischkonsum. Was mir am meisten gefallen hat, ist, dass so viele verschiedene Texte vorgetragen wurden und dass die Schüler ihr Talent auch mal beweisen konnten, was man im Schulunterricht jetzt ja nicht unbedingt machen kann. Die Auswahl ihrer Themen haben manchmal leider auch einen traurigen Hintergrund. Was mit dem Rassismus? Ja, da hatte ich eine kleine Begegnung mit ein paar Männern auf der Straße und da war ich einfach in so einer Rage, dass ich das einfach irgendwie in Worte schreiben musste. Und mein letzter Text, naja, der kam einfach so, weil ich dachte, ich möchte mal was Schönes schreiben. Frau Gerwin wurde von ihren Schülern gebeten, auch einen Beitrag beizusteuern und dieser sprach einen Großteil des Publikums an. Graue Stadt an der Enns. Worum ging es in Ihrem Text? Also es ging eigentlich darum, dass ich mit 16 immer gesagt habe, ich will nur weg hier aus dieser furchtbaren grauen Stadt und ich will niemals zurückkommen. Und jetzt bin ich ja doch wieder hier als Lehrerin und wie es dazu gekommen ist, davon handelt mein Text. Ein gemeinsames Zuhause für das Wir. Weißt du was, Papenburg? Eigentlich bist du gar nicht so übel. Wie sind Sie zu der Idee für diesen Text gekommen? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe mit einer 8. Klasse mal dieses Gedicht gemacht von Theodor Storm, Die Stadt. Und ja, sehr bekannt. Und darin ist es eben so, dass es erst alles total negativ ist und man nachher merkt, oh, der Dichter liebte seine Stadt doch. Und als ich das Gedicht mit den Schülern gemacht habe, habe ich gedacht, eigentlich ist das mein Verhältnis zu Papenburg. Ich glaube, da sollte ich auch mal was drüber schreiben. Das war meine Klasse. Die Poeten haben am Ende des Slams kollektiv im Applaus gebadet und einer Neuauflage steht nichts im Weg.